Ja, wir gucken heute auf jeden Fall uns was Kleines an von offenen Karten, das ist ja auch schon gesagt. Ist ja auch eine Sendung, die wir zusammen sehr viel konsumiert haben, wahrscheinlich über mehrere Jahre. So zum Frühstück meistens. Und heute gucken wir da was Kleines zum italienischen Populismus. Von Berlusconi bis Meloni heißt das gute Video. Sehr schön gereimt. Ja, wir hatten ja auch schon ein bisschen Überblick über Italien gesprochen, meine ich, vor ein paar Wochen. Ich glaube, wir haben einmal über die Meloni-Regierung gesprochen. Und ich meine, wir hatten auch in der Folge über Faschismus schon mal intensiver über Meloni gesprochen, wo ich ja noch mich stark auf den Text von Martin Sellner damals bezogen hatte zur Melonisierung der europäischen Rechten. Ja. Ja, schauen wir mal, was Arte im Gegensatz zu Sellner dazu zu sagen hat. Naja, richtig. Schauen wir mal rein. Herzlich willkommen. Im Juni 2024 besuchten Giorgia Meloni, Italiens Ministerpräsidentin aus dem rechtsextremen Spektrum, und Albaniens Regierungschef Edi Rama im Hafen von Shëngjin in Albanien gemeinsam ein Aufnahmezentrum, in dem die Asylanträge der von italienischen Schiffen aufgegriffenen Migranten überprüft werden sollen. Italien möchte die Asylverfahren ins Ausland verlegen und nur noch gewünschte Zuwanderung zulassen. Meloni ist zum Symbol eines. Hallo? Ja, du wolltest schon was sagen? Ist ja gerade irgendwas. Was willst du sagen? Ach so, nee, bei mir ist gerade alles ausgefallen, deswegen dachte ich, wir hätten generell Probleme mit dem Internet. Nö. Nö. Okay, super. Ja, dann weiter wie gehabt. Da habe ich noch keine Meinung zu. Europas geworden, das die Kontrolle über seine Grenzen zurückerlangen möchte. Ein Vorbild für konservative und rechtskonservative Politiker in Europa. Migrationsproblematik, Kluft zwischen Nord- und Süditalien, alternde Bevölkerung. Wir wollten herausfinden, warum das südeuropäische Land immer wieder eine gewisse Art von Politikern hervorbringt, von Berlusconi bis Meloni. Italien liegt in Südeuropa, im Mittelmeerraum und erstreckt sich über 1360 Kilometer. Im Norden liegen die oberitalienische Tiefebene und die italienischen Alpen. Dort grenzt das Land an Frankreich, die Schweiz, Österreich und Slowenien. Die sich daran anschließende Halbinsel grenzt an die Adria im Osten, ans Ionische Meer im Süden sowie ans Tyrrhenische und ans Ligurische Meer im Westen und ist geprägt vom Apennin. Dazu kommen zahlreiche Inseln, die beiden größten des Mittelmeers, Sizilien und Sardinien, sowie mehrere kleinere Inseln. 2023 hatte Italien 59 Millionen Einwohner, von denen fast ein Viertel über 65 Jahre alt ist. Damit hat Italien das höchste Durchschnittsalter der EU. Rom ist die Hauptstadt der italienischen Republik, der Repubblica Italiana, mit zwei Parlamentskammern. Du hast eine Meldung. Was? Du hast eine Meldung gemacht. Nee, das Problem ist, glaube ich, dass das etwas weit nachhängt bei mir. Das Ja. war ein Daumen hoch zum anderen Fakt. Obwohl, tatsächlich, könnte ich einmal anmerken, ich bin mir nicht sicher. Also, es wurde, glaube ich, nicht genannt, aber grenzt Italien nicht auch an Monaco? Das ist ein souveräner Staat. Oder vertue ich mich hier? Ist Monaco ganz von Frankreich eingeschlossen? Vielleicht vertue ich mich auch. Ich finde es auf jeden Fall vielleicht das schönste Land von der Von der Landmasse Form. her.
Ja, der Stiefel ist schon cool, ne? Ja, also, was soll da noch dran kommen eigentlich? Ich mach weiter, ja? Die Abgeordnetenkammer und der Senat werden beide unmittelbar gewählt. Italiens Geschichte ist durch die relativ späte Einigung des Landes gekennzeichnet. Bis 1859 gab es im heutigen Italien 7 Staaten. Am 17. März 1861 wurde das Königreich Italien ausgerufen, nach dem Zug der 1000 unter Giuseppe Garibaldi. 1866 wurde Venetien an das Königreich angeschlossen. 1870 wurde Rom eingenommen und 1871 wurde es zur Hauptstadt erklärt. Diese Einigung Italiens wird auch Risorgimento genannt. Italien wurde eine konstitutionelle Monarchie. Doch nur Männer mit Universitätsabschluss oder einem hohen Steueraufkommen waren wahlberechtigt. Die Macht wurde praktisch von Notabeln und ohne Regierungswechsel ausgeübt, weshalb zwischen 1889 und 1898 mehrmals Aufstände ausbrachen. Zwischen 1919 und 1922 kam es zu einer Staatskrise. Mussolinis Milizen schlugen mit der Unterstützung der Geschäftswelt die Arbeiteraufstände nieder. Am 27. Oktober 1922 marschierten Mussolinis Truppen auf Rom und König Viktor Emanuel III. Ernannte Mussolini am 31. Oktober zum Regierungschef. 1925 errichtete dieser eine Diktatur, die erst am 25. April 1945 endete. Beim Referendum von 1946 sprachen sich 54% der Menschen für eine Republik aus. Es folgte eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs. Prozent haben sich für eine Republik ausgesprochen. Was haben denn die anderen gesagt? Wollten die weiter Faschismus oder eine Rätedemokratie oder was war das? Das wäre nochmal interessant gewesen, was die anderen abgestimmt haben. Ich meine, das sind so mega viele. Worauf hat sie sich das jetzt bezogen? Dass 56% der Menschen hier eine repräsentative Demokratie sich dafür entschieden haben. Ist auch interessant, dass es darüber dann tatsächlich eine Wahl gab in Italien. Du meinst jetzt nach dem Faschismus? Ja, 1946 ja, gab es tatsächlich eine Wahl. Also in Deutschland gab es die ja nicht. Also ich denke mal, dass sich das wahrscheinlich darauf bezogen haben wird, ob es wieder eine Monarchie geben sollte. Ich glaube jetzt nicht, dass man 1946 nach der Niederschlagung des Faschismus erstmal gesagt hat, okay, hier habt ihr die Wahl, wenn ihr Faschismus direkt wiederhaben wollt. Kann mir ja, nicht vorstellen. Wäre ja mal interessant, was dazu. Ne, das stimmt. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich kann mal nebenbei ein bisschen gucken. Ja, Benni schreibt auch, sollte die Monarchie gewesen. Also das wäre jetzt so das, was ich mir am ehesten auch vorstellen könnte. Ich meine, haben bestimmt nicht für ein islamisches Kalifat gewählt. Oder katholische, vielleicht nur eher eine katholische Theokratie. Ich habe sie tatsächlich gefunden direkt. Genau, also am 2. Juni 1946 fand diese Wahl statt. Ein Referendum über die Staatsform in Italien. Echt spannend, das ist ja schon ein sehr krasser Sonderweg. Und zwar haben sich 54,27% für die Republik ausgesprochen bei 12.718.000 Stimmen und extrem knapp dahinter mit 10.718.000 Stimmen, also 45%, haben sich für Monarchie ausgesprochen. Und es war tatsächlich eine Wahl zwischen diesen beiden Staatsformen. Ich weiß nicht, ob jetzt andere nicht eingereicht haben oder so, oder ob das dann tatsächlich. Also warum jetzt nur die beiden? Dann ist ja theoretisch schon noch was. Aber klar, dass jetzt Faschismus nicht gewählt wird, ist auch richtig, ist klar. Und dann gab es tatsächlich noch 6% ungültige oder leere Stimmzettel. Also 1,5 Millionen. Danke dir. Danke erstmal, Kopotkins Abendbrot. Yes, für den Support. Das ist auf jeden Fall wirklich spannend mit der Wahl.
Ja, und 1,5 Millionen ungültige oder leere Stimmzettel, das kann ja dann tatsächlich sein, dass das dann faschistische Wahlstimmen oder vielleicht sogar auch. Vielleicht sogar Kommunisten. Ja, auch oder Anarchisten. Sehr interessant. Dank Italiens Beteiligung an der europäischen Einigung mit der Gründung der Montanunion 1951 und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957. In den 70er Jahren, später auch als bleierne Jahre bezeichnet, versank Italien in einer Gewaltspirale. Anschläge, Entführungen durch Bewegungen der außerparlamentarischen extremen Linken wie die Roten Brigaden und durch rechtsextreme Gruppen. Bis zum Beginn der 90er Jahre regierten die Christdemokraten. Aber 1992 wurde die Korruption eines großen Teils der politischen Klasse aufgedeckt. Nun trat Silvio Berlusconi auf den Plan. Er war zwischen 1994 und 2011 viermal Ministerpräsident mit seiner Partei Forza Italia. Durch seine Koalition mit der Lega Nord nahmen die Spannungen zwischen Nord- und Süditalien zu. Damit begann der Aufstieg des Populismus in Europa, mit den Cinque Stelle von Beppe Grillo vor allem im Süden, der Lega, zuvor Lega Nord von Matteo Salvini und dem Amtsantritt von Giorgia Meloni und ihren Fratelli d'Italia 2022. Infolge seiner geografischen Beschaffenheit und seiner Geschichte ist das Land gespalten. Und auch wenn das Zentrum des Landes inzwischen an Bedeutung zugenommen hat, bleibt das Nord-Süd-Gefälle ein wichtiger Aspekt der italienischen Gesellschaft. Oberitalien ist geprägt von der Po-Ebene. Dort kann man die Landschaften des Comer Sees, der Cinque Terre und von Venedig bewundern. Der Norden ist aber vor allem das wirtschaftliche Zentrum Italiens, denn in dieser mit dem Rest des Kontinents verbundenen Region hat sich die Industrie entwickelt. Im Nordwesten sind die Schwerindustrie und die Sitze der größten Unternehmen angesiedelt, vor allem in Mailand, Turin und im Hafen von Genua. Der Nordosten ist geprägt von mittelständischen Betrieben und einem Netz aus mittelgroßen Städten wie Verona, Padua, Parma und Bologna sowie zwei Häfen in Venedig und in Triest mit Schwerindustrie und Schiffbau. Zu Mittelitalien gehören vier der 20 Regionen des Landes: Latium mit Rom, die Marken, Umbrien und die Toskana mit ihren unglaublichen Landschaften mit bis zum Horizont reichenden Hügeln, Weinbergen und Zypressen. Die Region verdankt ihre Dynamik kleinen und mittleren Familienbetrieben und mächtigen Genossenschaften. Die zumeist mittelgroßen Städte weisen sowohl ein großes Kulturerbe auf wie Florenz und Siena, als auch Industrie und Handwerk in der Textilbranche, dem Automobilbau und der Mode. Schließlich umfasst Süditalien, der italienische Mezzogiorno, die Regionen des früheren Königreichs der beiden Sizilien sowie Sardinien. Die beiden Inseln Sardinien und Sizilien sind bei den Touristen sehr beliebt, ebenso Neapel und Pompeji. Süditalien hängt von der Landwirtschaft und dem Tourismus ab. Doch besonders Frauen und junge Menschen leiden unter der Arbeitsmarktlage. 2020 war etwa die Hälfte der unter 34-Jährigen arbeitslos. Ja, meine Mutter war auch in Sizilien und so gewesen. Und deswegen habe ich da auch so ein paar Einblicke bekommen. Ist auf jeden Fall wirklich richtig krass, also wie das jetzt auf der Karte auch immer gut aufgemacht wurde, diese Dreiteilung des Landes. Das ist wirklich sehr, sehr real. Man sieht es ja auch hier an der Zahl: 50% Arbeitslosigkeit unter 34 Jahren. Ist auf jeden Fall heftig. Und ja. Der blaue Bereich ist wirklich mit Abstand wirtschaftlich am schwächsten im Vergleich zu den anderen beiden Teilen des Landes. Ja, absolut. Und das stimmt auch, Negativland, das zeigt, wie Tourismus keine nachhaltige Wirtschaft bauen kann. Ich meine, klar gibt es auch, vielleicht gibt es dann auch gibt's ja immer auch Leute, die davon profitieren, aber es sind eben vor allen Dingen dann große Unternehmen und die
Leute, die dort wohnen, sind dann ja oftmals einfach prekär beschäftigt in Saisonarbeit. Ja, ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob ich sagen würde, dass Tourismus grundsätzlich keine nachhaltige Wirtschaft bauen kann. Das ist vielleicht echt ein bisschen zu einfach. Aber was auf jeden Fall ist, ist, dass die Aufstiegschancen einfach innerhalb von der Tourismusbranche häufig recht gering sind und es einfach zu stark auch saisonal natürlich funktioniert und dementsprechend die Leute primär eben in niedrigeren Einkommen gehalten werden. Jetzt genau, wie du sagst, die sind fast zwei unterschiedliche Länder. Die Wirtschaft beruhte in Süditalien lange Zeit auf einer Landwirtschaft von Großgrundbesitzern und der Herrschaft des Landadels. Zwischen 1950 und 1990 versuchte der Staat, die Industrie mit der Cassa per il Mezzogiorno zu fördern. Aber so manche Bauprojekte wurden nie beendet oder kamen der Region letztendlich kaum zugute. So entstanden zum Beispiel im Fiat-Werk in Melfi aufgrund einer stark automatisierten Fertigung nur wenige Arbeitsplätze im Süden und es kam vor allem dem Autobauer Fiat in Norditalien zugute. Zwischen 2000 und 2019 sanken die öffentlichen Investitionen in Süditalien und auf den Inseln um 50%. Zu diesen Schwierigkeiten trägt auch die Mafia bei. Sie veruntreut Hilfsgelder und profitiert vom Rückzug des Staates. Die Mafia in Süditalien heißt Camorra, Cosa Nostra und Ndrangheta, wobei sich letztere auch in Norditalien ausbreitet. Schließlich ist Italien, das lange Zeit ein Auswanderungsland war, inzwischen ein Einwanderungsland. Durch seine Lage unweit der afrikanischen Küste ist Süditalien zu einer Anlaufstelle für Migranten auf dem Weg nach Europa geworden. Vor allem im Süden legen viele Boote mit Migranten an. Dort befinden sich die Erstaufnahmestellen und die Hotspots. Das und die Weigerung mancher EU-Länder, die Verteilungsregeln für Asylsuchende einzuhalten, führen zu zunehmender Migrations- und EU-Feindlichkeit. Mit dem Wahlkampfversprechen einer Seeblockade im Mittelmeer wurden Meloni und ihre rechtsextreme Partei im September 2022 gewählt. Dem UN-Flüchtlingskommissariat zufolge sank die Zahl der Migranten in Italien von 127.000 zwischen Januar und September 2023 auf knapp 44.000 im gleichen Zeitraum 2024. Gleichzeitig will man jedoch 450.000 Aufenthaltsgenehmigungen vergeben, um den Mangel an Arbeitskräften aufgrund der alternden Bevölkerung auszugleichen. So, jetzt müsste ich wieder mit dem normalen Mikrofon sprechen. Könnte ich ja mal sagen, ich habe gerade bisher die Aufnahme, Glaube glaube nicht. ich, nicht. Nee, also du hörst dich immer noch sehr schallernd an. Jetzt müsste ich sein. Jetzt bist du mit dem richtigen Mikrofon drin, ja. Okay, ja, keine Ahnung. Ich war die ganze Zeit mit der dem Kameramikrofon drin. Ja, wie gesagt, wenn man krank ist, wird alles ein bisschen durcheinander, ne? Hilfe. Finde ich aber, um auf unsere Reaction zurückzukommen, auch ziemlich gut, dass jetzt 450.000 Leute im Endeffekt angelockt werden sollen mit Arbeitsvisa, aber man gleichzeitig eben alles dafür tut, um die Migration zu verringern. Das Interessant, zeigt, ne? Also ich ja. glaube, die wollen dann natürlich auch wahrscheinlich Arbeitskräfte bestimmter Qualifikationen haben, schätze ich mal. Ja, das zeigt ja auch so ein bisschen, ich glaube, das ist auch was Linke da nicht immer so klar benennen, dass es da nicht eben um einfach eine absolute Migrationsfeindlichkeit gibt, sondern das ja schon stimmt, was die Rechtspopulisten dann auch sagen, wenn sie sagen, sie wollen eben keine illegale, aber legale Migration. Das hat ja auch mehr was dann eben auch mit einer Kontrollfunktion darüber zu tun. Und natürlich auch, wie du gesagt hast, es geht auch einfach um eine,
ja, um so ein Qualifikationsmanagement dabei. Beispielsweise Italien, was ja hier auch gar nicht angesprochen wird, ist ja auch ein gigantisches Einwanderungsland für Leute aus auch vor allem Bulgarien und Rumänien in Südosteuropa. Also Rumänen beispielsweise machen in super vielen Teilen Italiens einfach die größte Migrantengruppe aus, weil es da eben natürlich recht einfach ist, mit der Sprache dann vom Rumänischen aus das Italienische zu lernen. Ich finde die, wie du es auch schon gesagt hast, dass es einfach auch zeigt, dass es dann ein anderer Umgang mit Migration ist. Also diese Zahl, diese 450.000, das ist ja eine krasse Zahl, wo man jetzt nicht dann sagen kann, ja, da wird jetzt irgendwie der große, die Leute aus dem Land gejagt oder so. Also natürlich gibt es hier dann, das ist auch schon sehr eindrucksvoll, eben diese Entwicklung. Und das zeigt ja, dass dann halt wirklich sehr viel Mittel und sehr viel Energie jetzt von dieser neuen rechten Politik darauf gelenkt wird, die Grenzen besser zu sichern und dann das Ganze kontrollierter ablaufen zu lassen. Ne? Ja, absolut. Also es passiert auf jeden Fall. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, ob man das, also dafür weiß ich jetzt auch aktuell zu wenig über diese Zahlen, ob man das jetzt hundertprozentig daran festmachen kann, dass ja erstmal einfach nur zwei unterschiedliche Jahreszahlen, Januar bis September jeweils sind. Da können natürlich auch einfach andere Einflüsse drauf sein, außer italienische Politik, warum die Zahl sich verändert hat. Aber es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass sie auch aktiv in der Zeit viel davon getan haben, auch von dem, was ich mitbekommen habe, diese Zahl eben zu verringern. Aber ich glaube auch, was man bei diesen ganzen Sachen nicht vergessen darf, ist, dass die ja auch einfach vor einer gewissen Realität stehen. Also ich meine, Italien ist nicht irgendwie eine basisdemokratische, völkische Republik oder so, sondern es ist allen voran erstmal eine kapitalistische Marktwirtschaft, in der eben auch die herrschenden Interessen, die der herrschenden Klasse sind, und wenn die eben keine jungen Arbeitskräfte mehr für ihre Betriebe finden oder wenn ländliche Betriebe es einfach einen Mangel an billigen Saisonarbeitskräften gibt, so, dann werden die alles dafür tun, um eben die Regierung zu beeinflussen oder eben andere Wege anzuwenden, um an diese Arbeitskräfte zu kommen. Weil die sind ja auch nicht blöd. So, und am Ende des Tages geht es ja auch dem italienischen Staat da nicht nur aus einem Ideal rum, sondern da hängt er auch dran, um dran zu überleben. Und alle Nationalisten, egal wie rassistisch sie sind, werden irgendwann feststellen, dass es nun mal gerade in so einer alternden Bevölkerung wie der italienischen einfach einen Bedarf danach gibt. So, und dann muss man eben diese bittere Pille der Migration für den nationalen Erfolg dann eben schlucken. Ja, und das ist dann genau diese Realität, worauf dann diese Postfaschistin ja trifft. So, ihr Vater war ja noch so ungeschminkter Faschist, so, der sich ganz klar zum Faschismus bekannt hat, und sie selber hat dementsprechend und auch von ihrer Politik dann natürlich ihrer Ausgangspolitik halt eine sehr starke Nähe dazu. Ja, aber jetzt ist halt Realpolitik angesagt, ne? Ja, da sind wir wieder bei der Melonisierung, ne? Ja. Melonisierung der Rechten. Wobei, was man ja schon bei den ganzen Sachen nochmal sagen kann, ist ja, dass es eine deutliche Entwicklung hin zu einem klaren gesamtitalienischen Nationalismus dabei auch gibt. Also es wurde ja jetzt ein bisschen da eingebunden, aber mit dieser Entwicklung jetzt so von, sagen wir mal, diesem flächendeckenden Rechtspopulismus, worunter Meloni ja auch gepackt wird, das ist ja schon so, wenn wir mit Berlusconi anfangen, da gab es eben auch noch diese starke Bewegung hin zum Norden, aber auch gleichzeitig eben, Berlusconi war ja jetzt nie in dem Sinne knallharter und auch in der Tradition des Rechtsradikalismus stehender Rechtspopulist, sondern der war wirklich einfach so ein Mitte-Rechtspopulist. Natürlich ist der auch immer teilweise echt, sagen wir mal, knallhart ausgeschert und hat auch mit rechtsradikalen Kräften zusammengearbeitet, aber das war ja eher so
vielleicht jetzt wie so ein Donald Trump Light, wenn man so will. Würden jetzt vielleicht auch manche Leute sagen, dass sie Berlusconi schlimmer fanden. Und was jetzt auch noch angesprochen wurde mit dem Erfolg hier von den von der Fünf-Sterne-Bewegung, die war ja wirklich eher so irgendwo zwischen links und rechts eingeordnet, könnte man fast vielleicht so, auch wenn das ein bisschen bemüht ist, mit dem BSW oder so vergleichen, mit Giorgia Meloni und den Fratelli d'Italia. Das ist ja wirklich so, das ist eine Entwicklung aus wirklich einer postfaschistischen Tradition ist, mit einer gesamtitalienischen Perspektive, die wirklich Nord und Süd da auch vereinen will und gleichzeitig eben auch eine viel umfangreichere rechtsradikale gesamtgesellschaftliche Perspektive hat. So. Trotz allem ist es aber so, dass sie sich natürlich, wie wir gerade schon festgestellt haben, wie du gerade nochmal angesprochen hast, einfach in einer anderen Realität befindet, als es so ein Neofaschismus eben, sagen wir mal, in den 50er, 60er, 70er Jahren war. Ja, und nur weil die jetzt in dem Bereich der Migration aus ihrer Sicht dann auch Kompromisse machen müssen zu ihrem eigentlichen faschistischen Ausgangspunkt, den sie dann gehabt haben, heißt das ja nicht, dass es nicht andere Bereiche gibt, wo sie sich dem versuchen anzunähern. Also das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal in einem Überblick behandelt, dass sie da eben versuchen, verschiedene Schritte zu gehen, um, wie das dann alle rechten bis rechtsradikalen Kräfte, die in den letzten Jahren in die Macht gekommen sind, ihre Macht eben auch über die Wahl hinaus zu erhalten oder sich zumindest günstigere Ausgangspunkte zu sichern, dass sie zum Beispiel die Gerichte beschneiden in ihren Möglichkeiten oder ihre Leute da reinsetzen, solchen Kram, oder die Medienlandschaft degradieren und so. Ja. Mach ich nochmal weiter. Im Inland entschied sich Meloni für eine konservative Wirtschaftspolitik. Eine der Maßnahmen zielt auf die Unterschicht ab. Im Januar 2024 wurde das Bürgereinkommen abgeschafft. Fast 3 Millionen Menschen war es 2023 zugute gekommen. Ja, das wäre dann jetzt auf der anderen Seite eben ein Beispiel, was dann wirklich sehr, sehr radikaler Einschnitt ist. Und wo dann eben auch solche Postfaschisten und rechten, rechtsradikalen Regierungen eben daran arbeiten, eben den Sozialstaat abzusägen. Und entgegen ihrer Rhetorik, dass sie irgendwie soziale Politik machen würden oder wollen, dann eben besonders harte Einschnitte eben auch durchführen. Und Meloni startete eine Privatisierungswelle, im Laufe derer der Staat seine Anteile an der Poste Italiane, der Ferrovia dello Stato und der Eni verkaufte, ohne dass jedoch das Wirtschaftswachstum Fahrt aufnahm. Ja, das ist auch wieder natürlich auch ganz geil, dass dass die dann halt so ein Teil von so einer neoliberalen, also es ist ja eigentlich, wenn man so will, eine, auch, also gerade auch aus einer sozialistischen Perspektive betrachtet, speziell diese Privatisierung ja eine total anti-italienische Politik an der Stelle. Ja, da zeigt sich dann wirklich immer noch der neoliberale Geist, weil das ist ja wirklich was, was man auch sagen muss, das widerspricht eigentlich allen faschistischen Prinzipien. Also das war ja wirklich das genaue Gegenteil. Der Faschismus hat ja angestrebt, Beteiligung eben an Konzernen zu haben, beziehungsweise aktiv Staatskonzerne aus vorher bestehenden privaten Konzernen zusammenzulegen. Ja. Das hier ist ja jetzt eher so ein, würde man eher sagen, Faschismus à la Pinochet. Schließlich machte sich Meloni trotz ihrer im Wahlkampf zur Schau gestellten EU-Feindlichkeit daran, Italiens Wiederaufbauplan mit Brüssel neu auszuhandeln. Denn der Beitrag der EU zur wirtschaftlichen Entwicklung Italiens ist enorm. Das Land ist der größte Nutznießer des Wiederaufbaufonds mit einer Kreditlinie von fast 200 Milliarden Euro,
von denen 39% dem Kampf gegen den Klimawandel dienen sollen. Auch das ist ja wieder eine interessante Information. Das ist ja auch die Rede, die wir immer nicht müde werden, wenn zum Beispiel über die AfD verhandelt, im Speziellen, da haben wir auch viel über das Thema geredet, darüber spekuliert, wie wird sich jetzt die AfD, wenn sie der Macht näher kommt, zur EU verhalten, wie viel bleibt dann noch von ihrer EU-Feindschaft übrig? Und ich denke, an Italien sieht man das jetzt schon sehr gut, ja, dass Italien dann als Staat, der auch eher auf der Gewinnerseite der EU steht, da entsprechend dann auch, wenn dann EU-Feinde an die Macht kommen, die das eben dann sehen, ja, und dann checken, okay, wenn wir da jetzt aus den Sachen rausgehen oder da irgendwie eine radikale Politik dagegen, dann wird das eben unseren Bemühungen hier sehr stark im Weg stehen. Und wahrscheinlich wird es auch nicht anders bei der AfD sein in dem Fall. Absolut. Das ist wirklich, finde ich, immer ganz wichtig, bei sowas zu betonen, weil das ist auch wieder einfach nur ja ein Teil von dieser ganzen Rhetorik, die gut in dieses Anti-Elite, anti-schattenhaftes Zentrum in Brüssel reinpasst. Wir hier die arme Peripherie gegen da das imperialistische Zentrum EU, Brüssel, was uns jetzt hier ausbeutet. Aber am Ende des Tages ist das auch einfach nur sehr viel Schall und Rauch. Und das, was man da konsumiert, ganz häufig nicht radikale Politik. Noch nicht mal in diesem Sinne dann wirklich rechtsradikale Politik, sondern einfach nur Ästhetik und ein gutes Gefühl im Bauch. Oder in unserem Fall dann eher ein schlechtes Gefühl im Bauch. Soweit zu unserer italienischen Reise und den strukturellen Schwächen des Landes, die dazu beigetragen haben, Politiker an die Macht zu bringen, die Abstiegsängste und Misstrauen gegenüber Fremden ausnutzen. Den gleichen Diskurs findet man auch bei Donald Trump, der mit Giorgia Meloni noch etwas anderes gemein hat. Elon Musk, Unternehmer, Eigentümer von X und Trump-Unterstützer, bringt regelmäßig seine Bewunderung für die italienische Regierungschefin zum Ausdruck. Mehr zum heutigen Thema erfahren Sie in Von Berlusconi zu Meloni, Italiens Weg in den Postfaschismus von Michael Braun. Okay, das war ein sehr dünnes mit offenen Karten, fand ich. Also ich fand das aber sehr dürftig. Also ich fand tatsächlich jetzt gerade gegen Ende nahm es halt überhaupt erstmal so ein bisschen an Fahrt auf und beschäftigte sich überhaupt mit dem Thema, was oben drüber steht. Davor war halt irgendwie einfach nur so, ja, so Italien sieht so und so aus. Und man kann es so grob in die und die Teile einteilen und ja, dann war es im Prinzip auch schon so gut wie vorbei. Jetzt zum Beispiel zu Berlusconi habe ich eigentlich gar keinen Satz gehört. Also der kommt jetzt halt in diesem Cover hier vor. Aber das war ja, der wurde schon einmal mit den Berlusconi-Jahren angesprochen, aber es ist halt schon so, also ich habe ja nichts dagegen, Leute auch nochmal abzuholen, die vielleicht jetzt nicht so viel über Italien wissen. Beispielsweise, ich habe mich ja auch vertan. Ich dachte auch, dass es am Monaco grenzt, aber ist Monaco nur sehr nah an der Grenze dran? Habe ich auch was dazugelernt durch den Chat heute. Aber ja, also ich finde, wenn man 12 Minuten zur Verfügung hat und von Berlusconi zu Meloni einen Abriss über einen Populismus in Italien machen möchte oder eher über einen Rechtspopulismus, dann sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr über die Leute reden. Also da hätte man auch ein paar Karten zeigen können. Ja. Wie gesagt, gegen Ende kamen ja jetzt ein paar interessante Sachen, über die wir dann noch reden konnten, aber es war schon sehr dürftig. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, auch mit diesem Buch, was wir hier noch in der Vorschau haben. Ja, Buenas Noches, Sadi. Dass irgendwer die Idee hatte, den Titel von Berlusconi zu Meloni für irgendwas zu nutzen und man sich dann gedacht hat, okay, hauen wir mal schnell ein Video raus. Das reimt sich, das gibt Klicks. Aber das haben wir auch schon lange festgestellt, dass das mit offenen Kartenformat leider sehr an Qualität und auch an Objektivität leider oftmals eingebüßt hat, ja. Speziell seit Ukraine-Krieg. Ja, danach sind die eigentlich vollkommen durchgedreht. Das war, glaube ich, das erste offene Karten,
seit, also ich weiß nicht mehr, seit wie vielen Jahren jetzt, wo nicht das Wort Russland drin vorkam. Also eigentlich haben die immer probiert, nochmal so 2 Minuten irgendwie diese Brücke zu schlagen, so finde ich dann teilweise auch ein bisschen, eigentlich nicht so im Zentrum des Themas stand, aber naja. Zum russischen Überfall auf die Ukraine. Dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf ukrainisches Territorium.